people caring for people. Compassion. That's the foundation Gotham was built on. And I have proudly built GothCorp on that same foundation. That's why we're called the People Company. Thank you so much. Please. Mr. Boyle seems to be after your title as Gotham's biggest philanthropic industrialist. Gotham needs more people like him. Bruce! Hey. I am blown away by your support. It's well deserved. You're going to change the world, Ferris. Hey, we'll change it together, right? Pardon me, Mr. Boyle. The press is waiting. This way, please. I'd say the future is looking very, very bright for Gotham. Now, it's almost midnight, and you all know what that means. Let's get this New Year's Eve party going with the... Whew. Forget to pay your heating bill, Bruce. Afraid of an old man. Just take it easy. Hope that vase wasn't worth something. Oh, look at the wrench wall. So long, Bruce. Just give up the cash way. Oh ja, jetzt geht's richtig los hier. Und damit herzlich willkommen zu Batman Arkham Origins. Nämlich ein eiskaltes Herz. Neuer DLC, wie ihr seht, schon mit Mr. Freeze. Ja? Und wir müssen uns hier erstmal als Bruce Wayne behaupten, ob mit Anzug oder nicht. Wir haben es natürlich übel drauf. Okay. I've been through worse. These are Penguin's men. What do they want with Ferris? I'm not sure. They're being led by someone in a mechanized suit. I need to find Ferris before they do. Well, you're no use to us dressed like that. You need to put on your other suit. The closest entrance to the Batcave is in the study. Okay. Hole den Anzug aus der Betthöhle. Ja, wir zocken das Ganze auf der 360, Xbox 360. Und ja, der DLC hat 10 Euro gekostet. Für die Leute, die es interessiert. Und ich glaube 1,8 GB oder so. Oder 1,7. There's Bruce! Can help us! Bruce, do you have a minute? Someone said an iceberg just appeared, exploded in the ballroom. I need details. What happened? Who do you think... Where's Ferris? He never made it to the interview. Wait, you're not going out there alone, are you? Stay with Alfred. He'll keep you safe. With these guests about, perhaps you should look for that item in the Okay. Wings. Right. Wundert euch nicht, es ist nur ein DLC, deswegen gibt es diesmal keine deutsche Sprachausgabe. Aber Untertitel reichen ja, denke ich auch. Just keep quiet. We'll be fine. Ja, ist ja alles gut hier. Ja. Was ist das für ein riesiger Schlüssel? Achso, ist der Schlüssel zur Stadt, wa? So ein Stadtschlüssel als Anerkennung. Na gut. Be careful passing through the library, sir. Penguin's men have infiltrated the entire manor. You keep out of harm's way. No more heroics. These animals don't frighten me. Alfred. You'd better get to the wine cellar before I have to take on Penguin's entire gang myself. Where are the police? Is someone... There's no time for dilly-dallying, Master Bruce. Get to the wine cellar. It's through the library. Dilly-dally. Alles klar. Alfred, tut mir leid. Oh. Those men are armed. I'm going to have to take them down quietly if I don't want to get shot. Oh man, look at all... Okay. Don't forget, I called dibs on those pearls. I've taken them before we torched them.
Das ist irgendeine komische Perspektive hier. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. Kann ich hier durch? Ne. Toll. Alles klar. Komplett ohne Ausrüstung und so weiter. Soll ich das jetzt machen? Ich? Schleichen? Oh Gott. Ich hoffe, nur noch die beiden sind übrig. Nicht, dass ich hier irgendwie jemanden gerade in die Arme laufe. Ach, ich bin nur doof. Ich kann nur Doppelausschaltung machen. Okay, Moment. Was habe ich da gesehen? Hinter der Treppe ist, glaube ich, noch einer. Und ich muss gleich übel niesen, ey. Nicht in eine Aufnahme. Was soll denn das immer? Ich verstehe es nicht. Immer wenn ich aufnehmen will, plötzlich will, muss ich übel niesen und alles. Oder? Habe ich hier richtig gesehen? Okay, ne, habe ich nicht richtig gesehen. So. Ja, ich glaube, das wird der letzte DLC sein für Batman Arkham Origins. Es gab ja noch einen mit Bruce Wayne nur, aber ich glaube, das war einfach nur dieser Challenge-Modus, wo man gegen Ra's al Ghul oder sowas oder seine Schlägertypen gekämpft hat. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe nur gehört, dass es nur diese Challenge-Maps sind und da hat es mich schon nicht mehr so krass interessiert. Aber das hier wird mit Story sein, wie ihr schon merkt. Und ja, ich glaube, der letzte DLC, bevor dann Batman Arkham Knight rauskommt Ende des Jahres. Und logischerweise, falls ihr jetzt neu zu mir gefunden habt auf dem Kanal oder zum ersten Mal Videos guckt von mir, den Teil werde ich 100% machen. Kommt dann nur für die Next-Gen-Konsole raus. Und ja, das könnt ihr bei mir auf jeden Fall erwarten. Aber jetzt erstmal den DLC. Okay. Is that expensive or what? We're inside Wayne Manor. It's all expensive. So what are you thinking about, Mr. Freeze? What do you think? Did you see that ice wave? You mean Freeze, of course. Now, we help Freeze get boys when he gets us more of those ice waves. Ah, I hope I get one. You? You probably just freeze yourself, right? I'll freeze your damn trap shut. Whoa. Ah, was machen die da? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier aus meinem riesigen Weinkeller raus kloppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, was war das denn? So. Hoho! Das lässt es schön sein, ey. Das Hauptspiel habe ich natürlich auch Let's Played, falls es noch niemand gesehen hat oder jemand von euch noch nicht gesehen hat. Unbedingt reinschauen. Ich bin ja irgendwie anscheinend, nachdem ich es durchgezockt habe, einer der wenigen, der sagt, dass Batman Arkham Origins richtig geil ist. Anscheinend. Alle fanden das so, ja, ist okay, ist mehr vom Gleichen. Klar, ist mehr vom Gleichen. Okay. So. Ja, wie gesagt, richtig geil. So, was hat er gesagt? Scheiße. Nicht ganz aufgepasst. Tut mir leid, Alfred. Kann man hier irgendwie. Wie war denn das nochmal? Ich habe ja das Hauptspiel auf der PS3 gezogen. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Jetzt Xbox. Wie war denn das? Kann man hier nicht Back-Taste drücken oder so? Egal, ich werde schon irgendwie finden. Hier einfach durchgehen. Irgendeine Starte, er hat doch irgendwas von der Starte erzählt, oder? Glaube ich. Ich habe echt gerade überhaupt nicht zugehört, es tut mir leid. Ja, doch, Starte. Moment. Achso, ich dachte, da würde was liegen. Aber es ist die Schweißerbrille
Genau, das ist die Schweizer Brille aus dem ersten Iron Man Film. Nein, Spaß. Das geht doch gar nicht. Die sind doch gar nicht DC und Marvel. Geht gar nicht. Hey, ja, ich weiß nicht. It's still suffering from the damage our visitor did on Christmas Eve. Ah, alles klar. Okay, das Spiel also, wie man jetzt schon merkt, danach, nach dem Hauptspiel. Oh shit, da willst du nicht runterfallen. Ist aber auch geil, mal hier zu sehen, wie du aus dem Anwesen in die Betthöhle kommst, oder? Mr. Bruce, I caught a glimpse of your mechanized man. These hooligans are calling him Mr. Freeze. You might consider donning your extreme environment suit. The XE suit? It's not ready for deployment. Oh dear, I hear helicopters. More penguin brutes. Do hurry. Okay. So, jetzt sind wir wieder in der Betthöhle, die kennen wir schon. Okay. Ja, Leute, und, ja, wenn ihr Bock habt auf diesen DLC, mehr sehen wollt davon, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, ja. Am besten natürlich Daumen nach oben, hilft dem Ganzen sehr, sehr weiter und zeigt mir einfach, dass ihr Bock drauf habt. Dementsprechend gucke ich mal, was ich tun kann, vielleicht... euch, was heißt vielleicht, 100% hau ich euch nicht nur ein Video pro Tag, das ist ja ganz klar. Ganz klar hier. I don't have time to prep the XE suit for deployment. I'll need Alfred to put the finishing touches on it. Oh, yes. Get back to the manor and find Ferris before Penguin's men do. Na gut, Leute. Das allerdings erst beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf den DLC, lasst eine Bewertung da, schreibt auch gerne, was ihr vielleicht vom Hauptspiel haltet. Und vielleicht zockt ihr auch selber den DLC. Gerne mal ein bisschen Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Ansonsten hört man sich doch hoffentlich im nächsten Part. Ich würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Bewerten, Kommentieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!